Das Coronavirus führt nicht nur zu Hamsterkäufen, es fördert auch veränderte Verhaltensweisen, wie zum Beispiel bei Begrüßungen. In China sind die Bewohner dazu angehalten, einander nicht mehr die Hand zu geben. Stattdessen soll jeder seine Handflächen zur Begrüßung vor der Brust zusammenlegen. In einem Land, wo sich Bekannte und Verwandte üblicherweise per Wangenküsschen begrüßen, wird nun überlegt, wie man das vermeiden kann, ohne unhöflich zu wirken. Experten sagen, man könne einander zur Begrüßung auch mal nur in die Augen blicken. Die Epidemie könnte eine der wichtigsten spanischen Traditionen treffen: das Küssen von Marien- und Heiligenstatuen in der Karwoche. Denn dem Ritual droht wegen der Ansteckungsgefahr ein Verbot. Die katholische Kirche hat den Gläubigen zudem die Möglichkeit einer spirituellen Kommunion offengestellt. Statt in den Mund könne man die Hostie auch einfach in die Hand nehmen. Ebenso wie Katar raten die Emirate ihren Bürgern, das traditionelle Nasereiben als Gruß zu vermeiden. Auch Händeschütteln oder Küssen seien nicht angeraten. Stattdessen sollen die Bürger einander einfach zuwinken. Mehrere Einrichtungen haben den traditionellen Hongi eingestellt, bei dem zur Begrüßung Nase und Stirn aneinandergelegt werden. Und grundsätzlich gilt: einfach ein bisschen mehr Abstand halten.